Willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV. Mein Name ist Bianca Oberscheider und es freut mich, dass ich Sie zu einer weiteren Ausgabe von Ländle TV begrüßen darf. Die Alge Elektronik GmbH in Lustenau zählt zu den erfolgreichsten Herstellern von kundenspezifischen Regel- und Steuerungselektronik in der Bodenseeregion. In unserer Sendereihe Industrieland Vorarlberg, Vorarlberger Firmen im Blickpunkt, blickten wir hinter die Kulissen des erfolgreichen Unternehmens. Ich wünsche Ihnen eine tolle Sendung. Die Alge Elektronik GmbH zählt zu den besten Herstellern von kundenspezifischer Regel- und Steuerungselektronik in der Bodenseeregion. Seit über 40 Jahren werden im eigentümergeführten Familienbetrieb mit ca. 50 Mitarbeitern Ideen von Kunden serienreif gemacht. Eigentlich spricht man bei Alge lieber von Partnern als von Kunden, weil das der Unternehmenskultur besser entspricht. Kunden spüren diese respektvolle Haltung und genießen alle Annehmlichkeiten eines Full-Service-Providers aus der Region. Weil unsere Mitarbeiter sehr, sehr viel Zeit ihres Lebens bei uns im Unternehmen verbringen, deshalb wünschen wir, dass sie sich hier wohlfühlen und wir unterstützen das, soweit wir können. Am einfachsten macht man das, wenn man sich die Frage stellt, wie möchte ich selbst gerne behandelt werden und dann seine Mitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen so behandelt. Das beginnt bei einer Transparenz, soweit wie dies nur möglich ist. Das beginnt in den Umgangsformen und endet letztendlich, dass man sich auch vor schwierigen Entscheidungen und Fragestellungen nicht drückt und die ebenso offen und ehrlich kommuniziert wie die angenehmen Entscheidungen. Hier am Standort Vorarlberg zu arbeiten, ist etwas Wunderschönes, weil wir hier arbeiten, wo andere Menschen ihren Urlaub verbringen. Von der Beratung über Entwicklung, Prototyping und Fertigung bis hin zum After-Sales-Service gibt es alles, was gerade gebraucht und gewünscht wird. Dabei wird größter Wert auf konstante, hervorragende Qualität und ein hohes Maß an Flexibilität gelegt. Der persönliche Kundenkontakt wird groß geschrieben. Denn da werden die vom Kunden geborenen Ideen in der Theorie umgesetzt. Das neu gestaltete Besprechungszimmer im neuen Eingangsbereich des Unternehmens bietet dafür die besten Voraussetzungen. Denn Inspiration und Innovativität braucht den entsprechenden Rahmen. Wenn vorhandene Standardprodukte am Markt zu keiner zufriedenstellenden Lösung führen, wird entwickelt, was eben gebraucht wird. Alles zur Gänze in-house. Das heißt, dass die Planung und Entwicklung für kundenspezifische Anforderungen einen großen Teil des von Alge Elektronik gebotenen Service umfasst. Erst wenn alles perfekt bis ins kleinste Detail durchgeplant wurde, geht es in die Produktion. Doch zuvor noch kommt das professionelle Beschaffungsmanagement zu tragen. Bei Alge Elektronik kennt man den Markt in- und auswendig und es wird mit einem globalen Partner- und Lieferantennetz für kostenoptimierte und fristgerechte Beschaffung der Komponenten gesorgt. Sei es von einem Broker oder direkt beim Hersteller. Wichtig ist, dass jedes Teil zum richtigen Zeitpunkt verfügbar ist. Drei Mitarbeiter zeichnen sich für das Beschaffungsmanagement verantwortlich und in weiterer Folge dann auch für den reibungslosen Produktionsablauf. Dann wird zusammengeführt, was zusammengehört. Mit qualifizierten Mitarbeitern und einem technisch anspruchsvollen Maschinenpark wird gleichbleibend hervorragende Qualität in der Baugruppenfertigung geliefert. Auch die Endmontage und die verschiedensten Funktionstests von Baugruppen werden in-house gemacht, denn nur diese hochpräzisen Montagen und zuverlässigen Funktionstests garantieren die einwandfreie Funktion der auszuliefernden Geräte. Damit alles fließt, ohne Stau und ohne Lücken, übernimmt Alge Elektronik auch die gesamte logistische Kette oder Teile davon. Dahinter stehen wie immer und überall perfekt geschulte Mitarbeiter, die wissen, was sie machen. Das Arbeitsklima ist super da. Ich habe abwechslungsreiche Arbeit, bin in vielen Bereichen tätig und die Arbeit gefällt mir soweit ganz gut. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zur Führungsebene und der ganze Betrieb ist sehr familiär.
Und das macht es eigentlich auch sehr aus. Weiterbildung grundsätzlich steht bei mir sehr hoch, wo ich auch Unterstützung von der Firma kriege, in Bezug auf Zeitressourcen, wie auch Kurse, wo ich für die Firma nutzen kann. Von dem her schätze ich das sehr gut. Und in weiterer Hinsicht, wie ich persönlich mich in der Firma weiterbilde, habe ich mir nicht wirklich Gedanken darüber gemacht. Aber es hat sicherlich eine Zukunft. So blicken also nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch das Unternehmen in eine positive Zukunft. Dornbirn. Tausch, Tönung, Reparatur. 50 Jahre Expert Janitz. Der Serviceprofi in Rankweil mit absoluter Bose-Kompetenz. Willkommen auf Zypern, dort, wo die Götter Urlaub machen. Fliegen Sie mit mir auf die sonnenreichste Insel im Mittelmeer, dort, wo Erholung zum Erlebnis wird. Es erwarten Sie im idealen Reisemonat November angenehme Luft- und Badetemperaturen von ca. 25 Grad, während bei uns schon der Wintereinzug hält. Unser seit 15 Jahren bewährtes Hotel Sun Garden in traumhafter Lage in Ayia Napa, direkt am schönsten Sandstrand Zyperns, eignet sich hervorragend für einen entspannten Urlaub in familiärer Atmosphäre. Ein tolles Ausflugspaket ist bereits im attraktiven Pauschalpreis enthalten. Das Unterhaltungsangebot unter dem Motto Mitsingen, mitfeiern ist für viele Gäste eine willkommene Abwechslung. Buchen Sie rasch bei Highlife Reisen in Götzis. Infos auf www.highlife.at. Bei uns geht es weiter mit dem Ländle-Talk aus dem Festspielhaus in Bregenz. Unser Geschäftsführer Günther Oberscheider führte das Interview mit Magister Marco Tittler, dem Geschäftsführer der jungen Wirtschaft Vorarlberg. Ich wünsche Ihnen spannende Minuten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ländle Talk aus dem Festspielhaus in Bregenz. Wie Sie sicherlich in ganz Österreich wissen, hat Vorarlberg eine ganz starke Wirtschaft und natürlich auch eine ganz starke junge Wirtschaft. Und aus diesem Grund freut es uns ganz besonders, dass wir heute den Geschäftsführer der jungen Wirtschaft bei uns begrüßen können. Herzlich willkommen, Herr Marco Tittler. Grüß Gott. Herr Tittler, können Sie unseren Zusehern in Österreich erklären, was Ihr Aufgabenbereich ist im Bereich als Geschäftsführer der jungen Wirtschaft? Gerne. Die junge Wirtschaft vielleicht zur kurzen Erklärung ist eine freiwillige, überparteiliche Gemeinschaft von jungen Unternehmerinnen und Unternehmern, Führungskräften und wirtschaftlich denkenden Menschen. In Vorarlberg sind wir als Verein organisiert, haben etwa 450 Mitglieder, ein wenig mehr. Wir steigen jährlich um etwa 10-20%. Und für diese Mitglieder bringen wir Services, verschiedene Leistungen im Bereich des Netzwerks, des Vernetzens, im Bereich der Weiterbildung, aber auch darüber hinaus mit Partnern in Kooperationen, Leistungen, die dieser Zielgruppe hilfreich sind auf ihrem Weg in der beruflichen Selbstständigkeit. Aus Ihrer ersten Aussage entnehme ich als Verein geführt. Das heißt, Sie sind irgendwo in der Wirtschaftskammer eingebettet, aber trotzdem auch für finanzielle Situationen als Verein selber mitverantwortlich. Genau, das ist genau so, wie Sie sagen. Das ist ein Unikum in Österreich, das ist in Vorarlberg so geführt. Man hat vor etlichen Jahren die Entscheidung getroffen, dass sich gerade die junge Wirtschaft
auch selbstständig erhalten muss, dass sie unternehmerisch geführt gehört, dass junge Menschen hier auch die Möglichkeit haben, sich zu beweisen, nicht nur auf Vorstandsebene, sondern auch bei der Geschäftsführung. Und ist den Weg gegangen, eine Vereinsgründung zu machen, damit die junge Wirtschaft zwar mit der Wirtschaftskammer einen starken Partner hat. Wir haben hier unser Zuhause, wir sind in der Wirtschaftskammer, aber wir budgetieren nicht in die Wirtschaftskammer. Wir bekommen Unterstützung, aber wir erhalten uns auch über Mitgliedsbeiträge, wir erhalten uns über Sponsoring und können dadurch unternehmerisch ausgerichtet unsere Ziele verfolgen. Nehme ich an, dass die Aufgabe als Geschäftsführer in diesem Fall sehr intensiv ist und natürlich auch viele Aufgabenbereiche umfasst. Es ist zumindest vielfältig, das ist richtig. Es ist zum einen die operative Führung, die mir obliegt, gemeinsam mit dem Büro, mit einem sehr engagierten Büro in der Wirtschaftskammer. Zum anderen aber auch die strategische Ausrichtung gemeinsam mit dem Vorstand der jungen Wirtschaft. Da wir als Verein konstituiert sind, haben wir auch Mitglieder, die bei Jahreshauptversammlung den Vorstand wählen, einmal jährlich. Dieser Vorstand besteht aus jungen Unternehmerinnen und Unternehmern, die ehrenamtlich ihr Amt ausüben und geben mit dem Geschäftsführer gemeinsam die Strategie des Vereins vor. Eine Frage, die mich persönlich interessiert, werden Sie als Geschäftsführer ebenfalls gewählt oder werden Sie bestimmt? Ich werde von der Wirtschaftskammer dafür eingesetzt. Ich bin zu 100% bei der Wirtschaftskammer angestellt und ein Teilbereich meiner Aufgabe besteht darin, die junge Wirtschaft zu führen. Wenn man so will, kann man sagen, die Wirtschaftskammer, die ja unser Träger ist, stellt mich ab, um auch die junge Wirtschaft hier zu führen. Wie wird eine Firma Mitglied bei der jungen Wirtschaft? Erfolgt das automatisch? Muss man hier beitreten? Wie kann man beitreten? Es ist wie ein Verein, kann auch mit einem Sportverein, lapidar ausgedrückt, verglichen werden. Wir machen Wirtschaftsveranstaltungen und unsere Mitglieder können über Mitgliedsbeiträge sich dazu committen, zur jungen Wirtschaft zu kommen, können genauso auch wieder selbstständig sagen, sie wollen nicht mehr Mitglied sein und dann austreten. Durch einen geringen Mitgliedsbeitrag pro Jahr ist man Mitglied, bleibt Mitglied. Das einzige Kriterium, das wir aufstellen, ist, der Eintritt sollte unter 40 Jahren erfolgen. Die Erklärung dazu, wir sehen uns als Interessensgemeinschaft für junge Unternehmen und gehen davon aus, dass diese Zielgruppe möglichst homogen bleiben sollte, weil auch diese Homogenität dieselben Probleme zeigt und wir dort unsere Stärken haben, auch Lösungen und Unterstützungen anzubieten. Jetzt nehmen wir an, ich mache jetzt eine Überlegung. Jetzt nehmen wir an, ich habe ein Unternehmen, das ist 4 Jahre alt. Könnte ich noch Mitglied der jungen Wirtschaft werden oder nicht? Ich bin jetzt über 40 Jahre alt. In dem Fall können Sie nicht Mitglied der jungen Wirtschaft werden, weil das Eintrittsalter mit 40 begrenzt ist bei uns. Unter 40 ist jederzeit möglich. Wir entfernen unter Anführungszeichen auch niemanden, der das Alter überschritt. Laut Statuten der jungen Wirtschaft Vorarlberg sind dann allerdings die Wahlrechte sowohl aktiv als auch passiv nicht mehr möglich bei der Jahreshauptversammlung. Wir sehen uns eben als Vereinigung für junge Unternehmer, die von jungen Unternehmern geführt wird, also deswegen auch das aktive und passive Wahlrecht. Es wird immer wieder diskutiert, diese Grenze auch aufzuheben. Auch österreichweit immer wieder auch sehr intensiv diskutiert. Wir in Vorarlberg verfolgen aber den Standpunkt, dass jemand, der sich in jungen Jahren entscheidet, ein Unternehmen zu gründen, das Netzwerk noch sehr nötig hat und auch diese Hilfe sehr gerne in Anspruch nimmt. Wenn Unternehmer in höherem Alter Unternehmen gründen, dann brauchen sie auch gewisse Unterstützungen. Die bietet das Gründerservice der Wirtschaftskammer hervorragend, wenn es um die Unternehmensgründung geht. Im Netzwerk brauchen die älteren Unternehmensgründer oft aber ganz andere Sachen. Wenn jemand aus einem gesicherten beruflichen Umfeld sich selbstständig macht, sind die Problemstellungen andere, als wenn jemand das mit 20, 25 macht. Darf ich nochmals ganz kurz nachhaken? Interessiert mich wirklich brennend. Wenn jetzt jemand 20 Jahre alt ist, ist also in diesem Fall natürlich ganz klar in Ihrem Raster. Ist egal, wie lange dieser Betrieb schon im Bestand ist, oder ist das? Ganz genau. Es geht rein um die Person, es geht um die Persönlichkeit. Es geht darum, dass wir der Meinung sind, die jungen Unternehmer ein Stück weit weiterzubringen. Es geht darum, dass wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass diese Homogenität für die Gruppe gut ist. Die junge Wirtschaft Vorarlberg ist eine Netzwerkplattform in erster Linie. Wird auch viel diskutiert, es wird über Benefits und über Kooperationen immer wieder gesprochen. Runter reduziert auf den wirklichen Benefit, den die junge Wirtschaft leistet,
ist es das Netzwerk. Und dieses Netzwerk fehlt dem jungen Unternehmer viel mehr als einem Gründer auch im höheren Alter. Jetzt finden ja permanent Veranstaltungen der jungen Wirtschaft statt. Wie muss man sich diese Veranstaltungen vorstellen und was sind das für Veranstaltungen? Da kommen wir wieder zum Netzwerk zurück und um das geht es letztendlich. Wir haben 3 verschiedene Veranstaltungen monatlich im Programm. Zum einen probieren wir junge Unternehmer mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, aus dem Sozialbereich zusammenzubringen, ihnen Kamingesprächsatmosphäre zu bieten und ihnen die Möglichkeit geben, wirklich tiefer mit diesen Personen nochmal über berufliche Zukunft zu sprechen, über Hürden zu sprechen, die vielleicht der Gast dann dort auch nehmen musste und so einen Überblick zu bekommen, was erwartet mich. Wir haben Weiterbildungsveranstaltungen, ähnlich einer Vorlesung, etwa 1,5 Stunden mit wirtschaftlichem Fokus, mit wirtschaftlicher Ausrichtung. Wir sehen uns Unternehmen an. Und dann gibt es auch noch eine Veranstaltung, wo es darum geht, die Redegewandtheit zu trainieren, junge Wirtschaft Debating, wo in einer Art Competition junge Unternehmer probieren, sich spielerisch auf Verhandlungssituationen vorzubereiten. Das ist das monatliche Programm. Und daneben fahren wir größere Veranstaltungen ab, wie eine Frühjahrsveranstaltung der jungen Wirtschaft, die dann für die gesamte Bevölkerung oder für die gesamte Unternehmerschaft offen ist, Podiumsdiskussionen, die offen stehen. Also auch für Nichtmitglieder durchaus interessante Programmpunkte, aber grundsätzlich getrennt Mitglieder, Nichtmitglieder. Ich höre ganz stark heraus, sehr wichtig für die junge Wirtschaft ist Networking, also das ganze Netzwerk aufzubauen und Unterstützung zu geben. War das auch die Überlegung in die Richtung Medienpartnerschaft mit Ländle TV, dass die junge Wirtschaft überlegt hat in diese Richtung, wie können wir auch unsere jungen Unternehmen auch nach außen präsentieren? Das ist der Punkt. Es gibt immer wieder Überlegungen der jungen Wirtschaft in verschiedenste Richtungen. Wo können wir unsere Mitglieder unterstützen? Wo können sie wirklich einen Benefit auch von der jungen Wirtschaft erwarten? Und dann gibt es verschiedenste Unternehmen oder verschiedenste Institutionen, die das anbieten. Das WIFI sei auch hier genannt, wo Mitglieder der jungen Wirtschaft zu speziellen Konditionen Kurse besuchen können. Oder gerade das, was Sie ansprechen, die Kooperation, die wir jetzt starten, dass junge Unternehmer sich auch zu wirklich Top-Konditionen präsentieren können, dass sie einfach die Möglichkeit haben, sich nach außen zu zeigen, auf der Homepage oder sei das wie ein Kundenfilm und einfach so dadurch wieder einen Mehrwert bekommen, den sie über die junge Wirtschaft generieren können. Also bei Ihnen hat man ganz ehrlich das Gefühl, Sie machen diese Funktion, die Sie hier ausführen, mit Herzblut. Es geht nur so. Ich habe ein sehr engagiertes Vorstandsteam an meiner Seite, die das ehrenamtlich machen. Das heißt Termine, das heißt Veranstaltungen abseits der Geschäftszeiten. Die junge Wirtschaft verlangt hier einiges ab, aber das macht Spaß und genauso soll es sein, genauso funktioniert es. Und dieses Engagement, bin ich sicher, übertragt sich dann auch auf die Mitglieder. Jetzt haben Sie hier eine Riesenfunktion als Geschäftsführer, haben aber noch weitere Funktionen. Und eine herausragende aus meiner Sicht ist, Sie sind energiepolitischer Sprecher der Wirtschaftskammer. Energiepolitik ist etwas, das im Moment in aller Munde ist und natürlich überall Thema ist, aufgrund natürlich diversen internationalen Geschehnissen wie Japan und so weiter. Wie sehen Sie energiepolitisch das Land Vorarlberg? Vielleicht eingangs erwähnt, es ist wirklich in aller Munde. Es freut mich daher sehr, dass ich die Aufgabe bekommen habe, diesen Bereich letztes Jahr zu übernehmen in der Wirtschaftskammer, mit einer sehr großen Verantwortung diesen Bereich führen darf. Das Thema ist jetzt natürlich durch internationale Geschehnisse in aller Munde. Das Thema ist aber schon seit 2-3 Jahren in Vorarlberg wirklich ganz oben auf der Tagesordnung Energiezukunft Vorarlberg, ein Prozess, den die Landesregierung angestrebt hat, wo es darum geht, auch energieunabhängiger zu werden, wo wir uns von der Wirtschaftskammer auch jetzt sehr aktiv einbringen haben können und hier die Position der Unternehmen bestens vertreten können. Das Thema ist, wie Sie sagen, in aller Munde. Wir sind auf einem guten Weg, auch österreichweit gesehen. Es gibt sehr, sehr ambitionierte Ziele, wo wir aber der Meinung sind, die können wir mit Hilfe der Wirtschaft und mit Hilfe unserer Unternehmen auch erreichen. Also in Vorarlberg Energie ein extremes Thema. Hat Vorarlberg, wenn ich hier nochmal nachhaken darf, im internationalen Bereich eine Vorreiterstellung?
Wir haben sicher eine begünstigte Situation in Vorarlberg. Wenn wir auf die Energiebeschaffungsseite schauen, dann haben wir erst unlängst einen Altparteienbeschluss im Landtag zum Ausbau der Wasserkraft. Also sicher etwas Historisches, um das uns viele Bundesländer auch in Vorarlberg, nicht nur europaweit, beneiden. Also da sind wir sehr gut aufgestellt, haben wir sehr gute Voraussetzungen. Wir haben aber, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, Unternehmen auch in Vorarlberg, die energieintensiv sind, die auch Energie von Importen her benötigen, die aber wesentlich günstiger, auch ökologisch günstiger produzieren können, als das in anderen Regionen der Fall wäre. Wenn ich denke, in Osteuropa oder in Asien wird teilweise ökologisch natürlich unter ganz anderen Bedingungen produziert. Und das ist die große Herausforderung für unsere Betriebe. Zum einen in einem doch lohnintensiven Österreich erfolgreich zu wirtschaften und dann aber auf der anderen Seite Energiekosten, die schon lange nicht mehr nur durch die ideologische Brille zu betrachten sind, sondern die wirklich, da geht es um strategische Wettbewerbsvorteile, immer dort an der Energiekostenschraube auch zu drehen. Wenn ich jetzt mit Ihnen so rede und diesen Talk führen darf, fällt mir auf, Sie sind rhetorisch enorm positiv unterwegs, Sie strahlen das aus. Sie glauben auch wirklich an diese Geschichte und Sie sehen wirklich Vorarlberg in dieser Form auch in der Zukunft als Vorbildsland in Europa. Wir sind sicher Modellregion in Vorarlberg. Es wird der Weg vorgegeben, es ist ein zugegebenermaßen ambitionierter Weg, aber wir haben sehr gute Voraussetzungen. Ausbau der erneuerbaren Energieträger, Verkehr, Mobilität ist ein Thema, dessen wir uns widmen müssen, Gebäude. Aber auch dort sind wir Musterregion, nicht nur Europa, sondern weltweit. Und dann haben wir Betriebe, die in den letzten Jahren enorme Anstrengungen unternommen haben. Also ich glaube, wenn man so durch Vorarlberg fährt, dann muss man sich bewusst sein, auch Vorarlberg verfügt über Industrie, Vorarlberg verfügt über energieintensive Betriebe. Die fallen aber nicht auf, im negativen Sinne, sondern die haben wirklich Anstrengungen unternommen, dass sie energieeffizient sind und dass sie auch für die Zukunft hier bestens gerüstet sind. Jetzt die Energie, die Sie für sich selber benötigen, die holen Sie sich nicht aus der Steckdose, sondern die holen Sie sich natürlich in Ihrem normalen Alltagsleben. Was machen Sie neben Ihren allen beruflichen Tätigkeiten? Haben Sie Hobbys? Wo holen Sie Ihre Energie? Ich habe das Glück, hier ganz in der Nähe zwischen Pfänder und Bodensee zu wohnen. Das sind zwei Energiespender, die Energie nicht aus der Steckdose kommt, aber sie ist da. Also Bodensee und Pfänder sind für mich so am Wochenende wirklich Erholungsgebiete, die ich sehr stark in Anspruch nehme. Und da ist es dann relativ leicht, auch übers Wochenende oder einmal an einem freien Sonntag wieder Energie zu tanken und am Montag dann wieder positiv und voller Ambitionen ins Werk zu gehen. Gibt es für Sie noch persönliche Ziele? Persönliche Ziele gibt es natürlich immer, sowohl beruflich als auch privat. Ich persönlich bin aber nicht der Mensch, der jetzt 5-Jahrespläne aufstellt. Ich habe das Glück, einen tollen Arbeitgeber zu haben, der mir Möglichkeiten und Freiheiten lässt, sodass ich wirklich auch jeden Tag meinem Job mit Herzblut nachgehen kann und bin der Meinung, dass ich dann auch beruflich, sowohl auch privat am besten Wege bin, mich in die Richtung zu entwickeln, die für mich aber noch gänzlich offen ist. Das Gespräch haben wir aufgebaut, natürlich auf die junge Wirtschaft. Ich möchte dieses Gespräch auch mit der jungen Wirtschaft beenden. Wo sehen Sie die Zukunft der jungen Wirtschaft? Was haben Sie für Wünsche für die junge Wirtschaft? Also Wünsche gibt es natürlich gerade auch bei der jungen Wirtschaft immer. Wünsche haben wir vor allem in die Richtung von jungen Unternehmerinnen und Unternehmern, wo wir merken, dass es immer wichtiger ist, gerade auch in der heutigen Zeit, dass sich junge Unternehmer engagieren, dass sie sich einsetzen, dass sie für gute Rahmenbedingungen auch bereit sind, einen gewissen Beitrag zu leisten. Es ist nicht mehr so, wie es früher war, dass der Informationsvorsprung ein so großer ist. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt. Ich bekomme alle Informationen zur Selbstständigkeit oder auch zu meinem unternehmerischen Werdegang über Internet oder von der Wirtschaftskammer natürlich als Serviceeinrichtung. Das Netzwerk und sich einzusetzen für Rahmenbedingungen für junge Unternehmer, das bringt einem persönlich sehr viel, das bringt einen in der Persönlichkeitsentwicklung weiter. Und hier wünscht sich die junge Wirtschaft für die Zukunft mehr junge Unternehmer, die auch sagen, jawohl, wir sind bereit, wir wollen unternehmerische Verantwortung sowieso übernehmen, aber wir wollen auch in den Rahmenbedingungen mitarbeiten.
Ich glaube, Sie haben es heute geschafft, viele junge Unternehmer vielleicht zu überzeugen, diesen Schritt zu gehen in die Selbstständigkeit. Ich glaube, es lohnt sich und ich habe das Gefühl, die junge Wirtschaft ist bei Ihnen bestens aufgehoben. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke sehr. Liebe Zuseher, ich hoffe, es war auch für Sie interessant, von der jungen Wirtschaft zu hören, was die Wirtschaft in Vorarlberg bedeutet. Und ich hoffe, Sie schalten wieder ein, wenn es heißt Ländle Talk aus dem Festspielhaus in Bregenz. Schön, dass Sie mit dabei waren. Dinner and Party ist im El Capitan in Dornbirn angesagt. In der Felsenbar steht jeden Freitag zwischen 19 und 24 Uhr Ladies Dinner mit feinstem Fitnessfood auf dem Programm. Ladies erhalten zudem einen Begrüßungsprosecco, den Captain's Cake, ein Tafelgetränk und den Original Captain's Cocktail. Und das alles für unschlagbare 9,90 Euro pro Person. Am Samstag ist von 19 bis 24 Uhr Captain's Dinner Menü angesagt. Nach dem Begrüßungsapero wartet der Piratenschmaus auf die Gäste. Alles für nur 29,90 Euro pro Person. Auch die Party kommt nicht zu kurz. Das El Capitan hat von Donnerstag bis Samstag von 21 bis 5 Uhr früh geöffnet. Alle Partytiger werden sowohl am Samstag als auch am Sonntag zwischen 2 und 5 Uhr früh mit einem Frühstück verwöhnt. Admiral Sportwetten. Spannende Live-Übertragungen. Top-Quoten. Live-Wetten. Modernste Ausstattung der Filialen. Admiral Sportwetten. Dreimal in Vorarlberg. Wetten, Sie gewinnen. Weil wir nicht Menschen benutzen, um ein Geschäft aufzubauen, sondern ein Geschäft benutzen, um Menschen aufzubauen. Mobil, modern, menschlich. www.derdirektvertrieb.at Hallo und recht herzlich willkommen hier zur Ländle TV Fußballshow, präsentiert vom Vorarlberger Fußballverband. In dieser Woche wieder mit drei Partien. Wir starten gleich in der Vorarlbergliga. Der FC Nenzing traf zu Hause auf Hohenems. Spieltag Nummer 23 stand in der Vorarlbergliga auf dem Programm. Der Frasslanzer FC Nenzing traf dabei zu Hause auf den VfB Hohenems und die Partie war von Beginn an sehr unterhaltsam. Die Emser bereits nach wenigen Sekunden mit der ersten Chance. Pakic kam gegen Haji Salioglu aber einen Schritt zu spät. Auf der anderen Seite die in Rot-Schwarz spielten Hausherren aus Nenzing. Schallert mit ganz feiner Klinge, aber DZ Schuss vorbei. Wir sind in der sechsten Spielminute, Ataf mit dem Lochpass auf Pakic, der wurde von Haji Salioglu von den Beinen geholt und Schiedsrichter Gill pfiff Elfmeter. Der Gefaulte trat selber an und traf zum 1:0 für die Gäste aus Hohenems. Die Antwort der Walgauer ließ nicht lange auf sich warten, Schnetzer mit dem Ballgewinn, Schallert tankte sich an der Tor-Out-Linie durch, spielte zur Mitte und Janscher traf zum 1:1. Die Uhr zeigte gerade mal 10 Minuten. Die Partie danach offen, beide Teams schenkten sich nichts, Ataf hier mit der Flanke, Gluhacevic kam frei zum Kopfball, der Ball strich aber knapp am langen Eck vorbei. Danach war wieder der FC Nenzing an der Reihe, Dezit sah sich, der wurde aber an der Strafraumgrenze von Emskeeper Freistel gestoppt. Der sah dafür die gelbe Karte, der folgende Freistoß brachte nichts an. Es ging weiter hin und her, jetzt waren wieder die Unterländer an der Reihe. Oels bediente hier Gluhacevic, der schoss aber knapp über das Tor. Es blieb beim 1:1.
Wir sind schon kurz vor der Halbzeitpause, der FC Nenzing noch einmal im Angriff. Janscher flankte zur Mitte, Schallert probierte es, sein Schuss wurde aber abgeblockt und landete bei Dezitz. Der Youngster ließ sich nicht zweimal bitten und stellte auf 2:1, dementsprechend groß auch der Jubel. Rein in den zweiten Durchgang, die Gäste aus Ems zunächst wieder im Angriff. Ramos de Andrade setzte sich gut durch, aber Pakic schoss knapp am Tor vorbei. Die Partie blieb weiter offen, nun waren wieder die Walgauer am Zug. Dezet mit der Flanke, Ems brachte den Ball nicht weg und Janscher setzte das Leder nur Zentimeter am langen Weg vorbei. Nach gut einer Stunde diese Szene, Zech wurde im Strafraum angespielt, setzte sich gegen Freisler durch, Pernstich rettete aber in letzter Sekunde. Der folgende Eckball, Burcher stand bereit und brachte das Leder zur Mitte. Schallert verlängerte und Dezet drückte den Ball am langen Pfosten über die Linie. Nenzing führte 3:1. Die Gäste aus Hohenems steckten aber weiterhin nicht auf. Hier kam Gluhacevic an der Strafraumgrenze zum Schuss, Hacı Salihoğlu parierte aber glänzend. Wenig später stand der Torhüter der Walgauer ein weiteres Mal im Mittelpunkt. Pakic setzte sich hier gut durch, scheiterte aber abermals am Nenzing-Gol. Wir sind in der 76. Minute, Schnetzer hier mit der Idealvorlage auf Schallert. Der drehte sich um seinen Gegenspieler und steht ja auf 4:1. Die Partie war nun endgültig entschieden. Eine Szene gibt es aber dennoch, dem hier mit dem Superpass auf Pakic, der alleine gegen Hacı Salihoğlu und es stand nur noch 4:2. Dies war aber gleichzeitig auch der Endstand. Schön Sieg, sehr schöne Tore, das Spiel war sehr gefällig von unserer Mannschaft her, also wir sind sehr zufrieden. Jetzt unterstützen Sie den FC Nenzing großartig, warum? Aus mehreren Gründen natürlich, weil ich in Nenzing groß geworden bin in diesem Verein und darum unterstütze ich den Verein, um eigentlich den jungen Talenten eine Chance zu geben, hier auch Fußball spielen zu können. Jetzt soll natürlich auch die Borg-Gruppe die Möglichkeit bekommen, zu erklären, was macht die Borg-Gruppe ganz genau? Wir sind ein Wirtschaftsberatungsunternehmen, das sowohl im Versicherungs- wie im Vermögensberatungssektor tätig ist, in der Steuerberatung. Und wir versuchen, unsere Kunden ganzheitlich zu betreuen und zu beraten. Harald Achenrenner vom VfB Hohenems, das heutige Spiel, ein Spiegelbild der gesamten Saison. Ja, das, wenn man das Ergebnis sieht und auch die, ja, die Leistung vielleicht nicht unbedingt, aber rein vom Ergebnis her auf alle Fälle. Ich denke, wir haben heute eigentlich ein gutes Spiel gemacht, haben natürlich wieder schlimme Eigenfehler gemacht und das waren dann eigentlich auch die 4 Gegentore. Also rein von den Spielanteilen her waren wir sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft, aber ja, deshalb stehen wir hinten und Nenzing vorne. Ja, ich muss sagen, ich bin überglücklich. Es war ein Arbeitssieg heute. Ich wusste, dass es nicht leicht wird. Aber wir sind brutal heimstark und ja, die Serie geht weiter. Ja, wir haben schon vor der Partie gewusst, dass es heute eine C-Partie wird. Hohenems kann man nicht einschätzen, spielen wir so, mal so. Und am frühen Rückstand war, ich glaube, sogar gut für uns. Dann sind wir richtig aufgewacht. Und ich glaube, ja, Kampfgeist war heute hier das Entscheidende. Herr Burcher, Sie knabbern vorne mit unter den ersten 5. Wäre ein Aufstieg ein Thema für Sie? An momentanen Lage, wenn wir Sport schaffen würden, könnte es sein, aber ich sage mal lieber nicht eigentlich, weil doch, ich denke, die Entwicklung vom Verein eigentlich so stimmt und der Regionalliga für uns wahrscheinlich zu viel kommen würde. Nenzing gewinnt also gegen Hohenems mit 4:2. Wie wirkt sich das Ganze in der Tabelle aus? Dort belegt Bietzau mit 43 Zählern derzeit Platz 1, Nenzing mit 38 Punkten auf Rang 4 und auf Rang 14 abgeschlagen Hohenems mit 15 Punkten. Wir wechseln in die Landesliga. Dort stehen diese Woche 2 Partien auf dem Programm. Im ersten Spiel traf Lautrach zu Hause auf Alba Schwende. Herrlicher Sonnenschein und angenehme Temperaturen, die Voraussetzungen für das Landesliga-Schlagerspiel zwischen dem FC Lautrach und dem FC Alba Schwende hätten besser nicht sein können. Die ganz in Gelb spielten Gäste hatten zunächst mehr von der Partie. Kovacek schickte hier Gmeiner in die Gasse, sein Schuss aber leichte Beute für Lautrach-Keeper Gmeiner. Die Bregenzer Wälder blieben am Drücker. In dieser Szene durfte Betsch den Ball völlig ungehindert annehmen, drehte sich um die eigene Achse und spielte auf Sohm, der scheiterte aber an Gmeiner.
Die Spieluhr zeigte bereits 33 Minuten, als der FC Lautrach erstmals vor dem gegnerischen Tor auftauchte. Grujicic mit der guten Freistoßposition, sein Schuss landete aber in der Mauer, es blieb beim 0:0. Aber die Hausherren nun besser in der Partie. Hier der schöne Lochpass, Kloser setzte sich im Strafraum gut durch, Morscher im Tor der Alber Schwender hielt seinen Kasten aber ebenfalls sauber. Dann wieder die Gäste. Gebhard Gmeiner legte sich die Kugel zurecht. Sein Freistoß segelte dann weit in die gegnerische Hälfte. Sprang einmal auf. Lautrach-Keeper Mario Gmeiner sah genau in die Sonne und hatte sich die Mühe, den Ball zu entschärfen. Die Gäste aus dem Ring zur Walz. Nun wieder die aktivere Mannschaft. Bitsch hier auf der linken Seite. Die Flanke segelte perfekt zur Mitte. Kovacek übernahm die Kugel Volley. Aber Gmeiner mit einer Riesenparade. Es blieb beim 0:0. Rein in den zweiten Durchgang, wieder erwischten die Alberschwender den besseren Start. Bilgeri setzte hier zu einem Solo an, probierte es aus der Ferne, schoss aber deutlich drüber. Dann der FC Lautrach mit einem Eckball. Kloser brachte das Leder zur Mitte, Grujicic per Kopf, Gazovic mit dem Fuß, der Ball schlussendlich aber eine sichere Beute von Morscher. Auf der anderen Seite wieder die Gäste aus dem Regenzer Wald. Sohm hier mit dem Antritt. Der Kapitän ließ die halbe Lautracher Abwehr stehen. König hatte aber noch seinen Fuß dazwischen und somit war auch diese Chance dahin. Wir sind schon in der 82. Spielminute. Der FC Alberschwende wieder im Angriff. Sohm schoss von der Strafraumgrenze. Gmeiner ließ den Ball abprallen und Djurasic stellte auf 1:0. Sie haben aber den Pfiff gehört. Schiedsrichter Faule erkannte einen Abseits und gab den Treffer somit nicht. Es blieb beim 0:0. In der Schlussphase übernahmen dann die Hausherren wieder das Kommando. Kloser scheiterte hier zunächst an Morscher. Wenig später kam Grujicic an den Ball. Der Verteidiger kam im Strafraum zu Fall. Die Lautracher forderten 11 Meter, aber Feuerle ließ weiterspielen. In der 94. Minute dann noch einmal Eckball für den FC Lautrach. Kloser mit der Hereingabe. Petermeier nahm die Kugel direkt. Der Ball wurde abgewehrt. Im Nachschuss verpasste zunächst Glatzer. Und König beförderte das Spielgerät schlussendlich an die Latte. Es blieb aber beim 0:0. Ja, was soll ich sagen? Wir haben ein kleines wenig da. Wenn man meint, man kann, nur weil man irgendwie einen Namen hat und jetzt die letzten paar Matches gute Leistung gebracht hat, immer gleich 3 Punkte machen gegen einen Mittelständler von der Liga, ist halt mal so. Alberschwende hat beim Abstieg nichts zu tun, beim Aufstieg nichts zu tun. Und ich glaube, dann ein paar Spieler haben schon gemeint, ja, die 3 Punkte haben wir im Sack. Man muss immer kämpfen. Das ist eine Prestige-Sache. Alberschwende ist Derby, in Engsirne für mich einmal schon. Es sind auch Kollegen da, man kennt sich untereinander. Und da muss man zuerst mal kämpfen. Und über Kampf guckt man ins Spiel und über Spiel guckt man zu den Toren und über Tore zum Sieg. Und das war halt einfach zu wenig für die ganze Mannschaft. Ja, ich bin schon zufrieden, weil wir sind ein kleines Niemandsland vor der Tabelle, haben heute aber doch einen guten Kampf gemacht und waren die erste Halbzeit spielerisch eigentlich klar besser, haben auch 2000%ige Chancen gehabt. Am Schluss vom Spiel hat Lautrach natürlich nochmal als Führer geworfen, weil sie brauchen den Sieg zum Aufsteigen. Dort haben sie dann auch ein bisschen unglücklich vielleicht agiert. Ja, unterm Strich war es. Okay. Das Unentschieden war okay, ja. Ja, also der das Spiel gesehen hat oder der, der die Aufzeichnung dann anschaut, ja, der weiß, dass ich innerlich koche. Also Gott sei Dank hast du jetzt die Frage, muss ich sagen, nicht dem Trainer gestellt, weil der hätte die Fresse wahrscheinlich. Nein, das war heute, man kann nicht sagen, eine Gemeinheit von dem her, aber man ist einfach eine halbe Stunde lang, man kann nicht einmal sagen, dass man keinen Zweikampf gewonnen hat, sondern man ist nicht einmal reingekommen in Zweikämpfe. Es ist einfach im Moment eine kleine Kopfsache, wie man sieht bei Blut und so. Es ist einfach, ja, anscheinend hemmt der mögliche Aufstieg doch ein kleines, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Leistung heute und mit der Leistung in Götz ist es eigentlich gar kein Thema zum Aufstieg, aber wie man sieht, die anderen schwächeln ja Gott sei Dank auch. Also es ist noch alles drin von dem her, Gott sei Dank. Ja, ich bin einfach enttäuscht von der Leistung, die sie braucht und wo es ihm so viel geht. Und ja, da hat einfach das Letzte gefällt, zum wirklich ganz vorne mit. Jetzt haben wir schon 2 Riesenchancen vergeben in Götzis und in da jetzt daheim gegen Alberschwende. Aber noch einmal, es war eine Bombenleistung vom FC Alberschwende und wir sind selber schuld, wenn wir zu faul waren. Ja, das ist ja eine knappe Geschichte gewesen. Für mich klar, Alberschwende hätte ganz klar Führung gehen müssen. Erste Halbzeit haben auf klar die bessere Chance hier. Am Schluss hat man Glück hier, dass der Schiri keinen Elfer pfifft. Aber im Großen und Ganzen ja, müssen glaub, beide Mannschaften mit dem 0:0 zufrieden sein. Wieso unterstützen Sie den FC Lautrach als Spielsponsor? Ja, mich verbindet sehr viel mit beiden Vereinen. Der Obmann von Lautrach, der Harry Usl, ist ein guter Freund von mir. Wir haben auch viel Kundschaft natürlich in Lautrach. Ich habe selber mal gespielt in Lautrach. Aber mehr verbunden bin ich im Moment zu FC Alberschwende, weil ich 4 Jahre schon Trainer bin da oben. Und wo mich gefragt hat, ob ich Spielsponsor bin, ist für mich ganz klar gewesen, bin ich gleich dabei.
Lautrach und Alba Schwende trennen sich also 0:0 unentschieden. Im zweiten Spiel dieser Woche gehen wir ins Vallberger Oberland. Koblach traf im Spitzenspiel der Runde auf Bludenz. In der 23. Runde der Landesliga empfing der Peterdach FC Koblach den FC Rhaetia Bludenz. In der 9. Minute waren es die Gäste in den pinken Dressen, welche durch einen Abwehrfehler der Koblacher Christian Rackel auf die Reise schickten. Er versuchte es dann gleich aus der Distanz und erwischte Koblach-Keeper Alexander Türcher gleich schon fast auf dem falschen Fuß. Im Gegenzug waren dann die Hausherren im Angriff und Tobi Hämmerle wurde vom Feinsten bedient. Er brachte den Pass, aber gleich zwei Koblacher verfehlten das Leder. 0:0 nach 10 spannenden Minuten. Die Chancen kamen inzwischen im Minutentakt. Einmal mehr wurde Christoph Rackel auf dem linken Flügel auf die Reise geschickt. Er brachte die Flanke, aber der Unparteiische sah eine Abseitsstellung der Bludenzer. Auf der anderen Seite versuchte es Christian Schöpf aus der Distanz und auch der nächste Distanzschuss verfehlte das Bludenzer Tor. Das war's dann auch schon für die erste Halbzeit. In der 54. Minute stand Dietmar Berchtold beim Freistoß, geschossen wurde er gut, aber Samias Konzerla verfehlte das Leder beim Kopfballversuch. Auf der Gegenseite ebenfalls Freistoßgefahr. Christian Schöpf war es, der angetreten war, er bediente Christoph Speckle, dieser schob den Ball aber dann knapp am Tor vorbei. Viele Chancen also in der Partie, Tor jedoch sah man bisher noch keines. Wir wechseln wieder die Seite und wieder standen die Gäste aus Bludenz beim Freistoß. Nicht wirklich scharf geschossen, aber Alexander Türcher trotzdem nur mit der Faustabwehr. Dementsprechend gefährlich wurde es dann und Christoph Speckle hatte dann gerade noch seinen rettenden Fuß dazwischen. In Minute 68 dann diese Szene. Speckle zuerst mit dem Ballverlust und dann Speckle mit extremem Übereifer. Er zog seinem Gegenspieler die Füße weg, für den Unparteiischen war es eindeutig, gelbe Karte. Speckle sah zuvor schon einmal gelb, logische Konsequenz, gelb-rot. Das Ganze in Minute 64. Die Koblacher mussten also noch eine knappe halbe Stunde mit einem Mann weniger überzeugen. Das tat ihrem Spielfluss aber keinen Abbruch. Gerade mal eine Minute später kombinierten sie sich munter durch die Bludenzer Abwehr. Und Christian Schöpf versuchte es erneut aus der Distanz. Da war Cesar Carrascos dann gerade noch mit den Fingerspitzen dran und klärte zum Eckball. In Minute 70 liefen die Bludenzer dann zum bis dato gefährlichsten Konter auf. Der finale Pass in den 16er perfekt. Alles andere als perfekt war aber der Abschluss von Bojan Stojanovic. Er ließ diese 100%ige Möglichkeit aus. 4 Minuten später ein weiterer Konter. Dabei wurde wieder Bojan Stojanovic bedient. Dann der Versuch des Koblacher Verteidigers, das Leder aus der Gefahrenzone zu befördern. Gefährlich abgefälscht wurde es dann ein Lattenstreifer. Glück für Koblach, Pech für Bludenz. 0:0 nach 74 gespielten Minuten. Da leckten die Bludenzer dann endgültig Blut und Mario Haslacher stand beim Freistoß. Er versuchte es auf direktem Wege, Koblach-Keeper Türcher aber war wach und klärte zum Eckball. In Minute 82 versuchten es die Gäste über den linken Flügel. Samias Konzerla bot sich an, er wurde gesehen, er wurde bedient, war völlig allein gelassen, platzierte den Kopfball aber großzügig übers Koblacher Tor. Die Bludenzer waren einmal mehr im Angriff und dieser geschah gerade mal 2 Minuten später. Mario Haslacher stand dabei plötzlich alleine vor Türcher. Zwei Möglichkeiten hatte er, das Tor zu machen oder das Konzerla anzuspielen. Er nützte keine. Unglaublich, immer noch 0:0. Und auch der nächste Konter führte unterm Strich zu keinem Ergebnis. Der Schuss verfehlte das Tor knapp. Inzwischen sind wir in der 90. Minute angekommen. Einwurf Bludenz. Der Ball wurde Tomo Markovic aufgelegt, er zog ab und da war es wieder die Latte, die den Torerfolg der Bludenzer verhinderte. Wahnsinnig viele Chancen also in der Partie des Peterdach FC Koblach gegen den FC Rhaetia Bludenz. Natürlich, es ist so, wir haben glaube 56 Tore geschossen, am meisten in der Liga. Jetzt aber ohne überheblich zu sein, es können locker 80 sein. Und auf das bin ich stolz, weil wir spielen einen sehr schnellen Fußball, einen guten Fußball. Überall, wo wir spielen, sagen die Gegner, ihr seid gute Jungs und habt einen guten Charakter.
und das zählt für mich. Ich nehme an, Sie kennen das Ergebnis von Lauterach. Hat man das Ergebnis mitbekommen, dass Lauterach heute gewonnen hat? Das Ergebnis hat man mitbekommen, aber es ist wirklich so, ich habe es die letzten Wochen schon gesagt, das Leben geht weiter. Ich erinnere kurz, es ist zwar ein paar Liga höher an Jürgen Klopp, der war viermal in der deutschen Bundesliga und einmal war sogar ich beteiligt, 9 Minuten vor Schluss gegen Bochum, ist er auch wieder nicht aufgestiegen, der ist 3-mal gescheitert und beim 4. Mal hat es geklappt. Mir ist wichtig, dass man guten Fußball spielt und attraktiven Fußball und ich glaube, dass wir das machen. Ich glaube, im Vorarlberg hat man das schon gesehen, dass sich da was bewegt. Ja, also ich glaube, Zuschauer haben auf jeden Fall ein super Landesligaspiel gesehen. Erste Halbzeit, finde ich, waren wir ein bisschen besser. Zweite Halbzeit haben Bluder zu die besseren Torchancen gehabt. Aber summa summarum, glaube ich, ist das eine gerechte Punkteteilung. Null zu null unentschieden, also die Partie zwischen Koblach und Bludenz. Wie wirkt sich das Ganze auf die Tabelle aus? Dort führen die Austria-Lustenau-Amateure mit 58 Punkten, auf Rang 2 dann Lautrach mit 51 Zählern, auf Rang 3 Bludenz mit 49 Punkten. Auf Rang 4 Koblach mit 40 Punkten und auf Rang 5 Alberschwende mit 33 Zählern. Das war's für diese Woche wieder von der Lende TV Fußballshow, präsentiert vom Vorarlberger Fußballverband. Bei uns geht's nach nur einem Spot mit Sport weiter. Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral Sportwetten. Willkommen zurück hier beim Sport auf Lende TV. Wir wechseln nach Götzis und zwar in die Kulturbühne Ambach. Dort stand der Empfang der Sportler und Sportlerinnen des Mehrkampfmeetings in Götzis auf dem Programm. Das Mösle-Meeting ist zum jetzigen Zeitpunkt schon Geschichte. Zuvor, also am 27.05., fand der große Empfang in der Kulturbühne am Bach in Götzis statt. Einer der Höhepunkte gleich vorneweg war wohl die Ehrung vom langjährigen Meetingdirektor Konrad Lerch. Seine Zeit Revue passieren ließ der Götzner Bürgermeister Werner Huber. Konrad Lerch hat in all den Jahren sein Wissen und seine Energie ohne Kompromiss ins Mösle-Meeting eingesteckt. Der Erfolg gab ihm recht, alljährlich werden bei diesem Meeting Bestleistungen vorgelegt und sogar Weltrekorde blieben nicht aus. Ein Name, Roman Schäberle. So bekam also Konrad Lerch das Verdienstzeichen der Marktgemeinde Götzis und dies machte ihn sichtlich stolz. Ich habe mich sehr gefreut, diese hohe Auszeichnung zu bekommen. Es ist auch das äußere Zeichen für meine Verbundenheit zur Gemeinde Götzis, die sich ja nicht nur auf das Meeting beschränkt, sondern auch auf den Verein, auf viele andere Bereiche. Und Götzis ist für mich in meinem Leben doch über viele, viele Jahre ein sehr wichtiger Ort gewesen. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass der Gemeinderat beschlossen hat, mir dieses Verdienstzeichen zu überreichen. Das 37. Mal fand vergangenes Wochenende das Mösle-Meeting inzwischen statt. Ein Mann, der in der Vorarlberger Sportszene schon seit vielen Jahren nicht mehr wegzudenken ist, war heuer schon das 22. Mal Gast bei der Vorarlberger Aushängesportveranstaltung, Landesrat Sigi Stemmer. Das ist absolut die Weltklasse-Veranstaltung, die jedes Jahr in Vorarlberg, in unserem kleinen Land hier in der Marktgemeinde Götzis stattfindet. Eine Weltklasse-Veranstaltung, also ganz großartig. Da kommt das Wort Pflicht nicht vor, da wartet man drauf und geht auch mit Begeisterung immer wieder hin. Ja, vor 21 Jahren allerdings privat. Damals war ich Bürgermeister noch in einer Kleingemeinde. Und mittlerweile darf ich schon das 14. Mal als Sportlandesrat dabei sein. Auch eine relativ lange Zeit, die es mir erlaubt, zurückzublicken. Und das, was Konrad Lerch und das Team geschaffen haben in diesen vielen Jahren und jetzt so eine wohl vorbereitete Fortsetzung erfährt mit Christoph Katan, Walter Weber und den Teams um sie herum, ist einfach großartig. Da hat das Sportland Vorarlberg vor allem mit diesen Personen, aber auch mit vielen, vielen Ehrenamtlichen im wahrsten Sinne des Wortes Sportgeschichte geschrieben. Musik.
Dann aber stand die Vorstellung der besten Teilnehmer auf dem Programm. Nicht mehr wegzudenken in der Leichtathletik-Szene, die Weltmeisterin 2009 und die Europameisterin 2010, Jennifer Ennis. Yeah, it's lovely to be back here and have the support of everyone coming to watch us at the weekend. So yeah, it's a really special place to come to and a great competition, so I'm looking forward to it. And will we see you the next year, 2012, in Austria again? I hope so, yeah. It's definitely will be good preparation for the Olympics, so I hope to be back next year. Und bei den Männern an vorderster Front, von dem auch dieses Jahr wieder viel erwartet wurde, Trey Hardy. Denn 2009 wurde er Weltmeister und im selben Jahr bekam er die Silbermedaille im Götzner Hypo-Meeting überreicht. Seit 2 Jahren schon hat er schon kein Meeting mehr beendet. Dieses Jahr feiert er also sein Comeback und das in Götzis. I feel great. My wrist is getting tired from riding, but I feel great. I'm very excited. Very excited for Saturday and Sunday. I just want to give it my best and have fun. That's all I'm really planning on doing. I think if I have fun, I'll finish very high. Das Mösl-Meeting in Götzis ist inzwischen zu einem Event herangewachsen, das weltweit bekannt ist und auf jeder Olympiade, Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft im Gespräch ist. Da kann man auch als Bürgermeister stolz sein. Das Mösl-Meeting ist zweifellos ein absolutes Highlight, nicht nur für Götzis, für die Region, für das Land, sondern weltweit. Es findet weltweit Beachtung und es werden auch jeweils bei ganz großen Wettkämpfen wie Olympiaden und Weltmeisterschaften immer wieder die Götzner Ergebnisse zitiert. Konrad Lerch ist der Erste, der das bekommt in dieser Form und es wurde eigens auch für ihn jetzt kreiert. Wir sind stolz darauf, dass Konrad so lange in Götzis gewirkt hat und wir sind auch froh darüber, dass er uns erhalten bleibt. Die Aufgaben von Konrad Lerch haben mehrere Schultern übernommen. Stellvertretend für sie hatten wir Christoph Katern vor der Kamera. Ein bisschen Nervosität hatte er schon, nur noch so wenige Stunden vor dem offiziellen Beginn des Meetings. Ich glaube, es würde mir niemand abnehmen, wenn ich sagen würde, ich bin total entspannt. Aber es liegt nicht nur in meiner Hand, es liegt wirklich in einem sehr breiten Team. Wir haben die Aufgaben verteilen können, Gott sei Dank. Allein wäre diese Aufgabe nicht mehr machbar. Ja, Konrad Lerch haben wir ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Und ich muss sagen, die Anrufe zwischen ihm und mir haben sich in den letzten 2 Wochen intensiviert. Danke an Marc Gächter für die Sportinformationen. Wir sind auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich verabschiede mich bei Ihnen und darf Ihnen noch ein Zitat mit auf den Weg geben. Wenn du es nicht versuchst, wirst du nie wissen, ob du es kannst. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und freue mich auf Sie, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind, wenn es wieder heißt, willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV.